Kellerduell in der Handball-Bundesliga. Die HBB Balingen-Weichstätten zu Gast beim HC Erlangen. Thema Black Knight, Sondertrikot, 6000 Fans sorgen für prächtige Stimmung. HBB Balingen-Weichstätten, Tabellenschlusslicht, aber mit Rückenwind. Zuletzt der Punktgewinn gegen den HSV, aber Clemen Verlin im Kasten von Erlangen zunächst voll auf dem Posten. Etliche Paraden sorgen dafür, dass Erlangen zwar in der Abwehr ordentlich steht, aber vorne Probleme bei den Hausherren. Nur 6 Tore in 23 Minuten, immer wieder Balingen in Führung. Und hier die rote Karte gegen Nikolai Link nach Videobeweis. Zu hartes Einsteigen, das Ende für den Abwehrchef der Erlanger. Kann sich das Spiel in der Folge also von draußen ansehen, aber natürlich eine erhebliche Schwächung für die Erlanger. Balingen in der Folge, dann aber mit dem Ballverlust. Erlangen mit der Chance zum Ausgleich. Wenig Tempo, Handball, aber mit bärenstarken Keepern. Mohamed El Tayar, er ist der sichere Rückhalt von Balingen-Weichstätten in dieser Saison. Auch in diesem Spiel zeichnet er sich durch etliche Paraden aus. Balingen aber häufig in Unterzahl, hartes Einsteigen immer wieder. Und dann ist Erlangen wieder dran auf einen Treffer kurz vor der Pause. Simon Jepson. Rein in Halbzeit 2. Unentschieden 11 zu 11. Nach 33 Minuten. Aber Balingen lässt nicht locker. Es ist kein Highscore-Spiel, eher durch Abwehrreihen geprägt, aber hart umkämpft. Nico Büdel findet Guardiola, aber wieder Mohamed El Tayar, der Keeper. Am Ende kommt er auf 13 Paraden. Das ist eine irre Quote von 48%. Aber dann ist Erlangen plötzlich wieder in Führung. Es bleibt weiter umkämpft. Wir gehen in die Schlussphase. Jepson, dann setzt sich Nico Bügel durch. Die 20:19 Führung, 10 Minuten vor dem Ende. Dieses Spiel hatte eigentlich keinen Sieger verdient. Beide Abwehrreihen stehen extrem konsequent. Tolle Torhüterleistung auf beiden Seiten. Es war eher ein Spiel Marke Kampf. Wir gehen in die Schlussphase. Noch 20 Sekunden auf der Uhr. Jepson trifft! Zum 22:21, aber es sind noch 15 Sekunden auf der Uhr. Und dann ist Balingen schnell vorne, der Treffer durch Nikola Grahovac. Aber Achtung, nochmal Jepson mit der Chance, das Spiel für Erlangen zu entscheiden. Doch der Ball ist drüber, 22:22 der Endstand. Ein gewonnener Punkt für HBW Balingen, Weilstätten.